Der FC Ingolstadt behält seine blütenweiße Testspielweste. Auch im zweiten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gaben sich die Schanzer keine Blöße und gewannen. Der Gegner, die philippinische Nationalmannschaft. Und jetzt zum Sport. Mit 123gold.de die schönsten Trauringe zum besten Preis bei Juwelier Ralf Berg im Birnbaumhäusl bei der Schleifmühle 17 in Ingolstadt. Michael Weiß, der deutsche Trainer der philippinischen Nationalmannschaft, hatte mit Mittelfeldmotor Manuel Ott von der zweiten Mannschaft der Schanzer einen Spieler nominiert, den Sportdirektor Harald Gärtner und Cheftrainer Benno Müllmann natürlich bestens kennen. Der FCI selbst hatte zwei neue Gesichter dabei, dazu aber später mehr. Das zweite Vorbereitungsspiel der Saison fand im Hörgeräte-Langer-Stadion des FC Gerolfing statt und startete mit einer richtig guten Ingolstädter Chance, die Kapitän Moritz Hartmann aber kläglich vergab. In der 14. Minute machte der aber alles richtig, denn sein klasse Pass landete direkt auf dem Schlappen von Andy Buchner und schon stand es 1:0, die völlig verdiente Führung. Und die wurde nur 5 Minuten später ausgebaut, Andy Buchner auf den Kopf von Fabian Gerber, 2:0. Die Schanzer hatten richtig Lust auf dieses Spiel, doch diese Lust wurde kurz darauf durch ein Unwetter gestoppt. Die Welt in Gerolfing, sie ging unter. Schiedsrichter Georg Schalk aus Augsburg unterbrach die Partie folgerichtig für etwa 15 Minuten. Danach wurde wieder zum Kampf gebeten. Und wie? Ein Riesenschnitzer von Torwart Niall Etheridge besiegelte in der 31. Minute das 3:0. Dieser Mann spielt sonst in der Reserve des FC Fulham. Für Benno Müllmann lief aber auch wirklich alles nach Plan. Denn in der 40. Minute erhöhte Marvin Matip nach einer Ecke des erneut starken Leo Haas sehenswert auf 4:0. Und das alles unter den Augen von Weltmeister Guido Buchwald, der wegen der philippinischen Nationalelf da war. Neu beim FC in der zweiten Halbzeit Mittelfeldspieler Christopher Andersen, der vorgestern von Osnabrück verpflichtet wurde und sein Debüt im rot-schwarzen Trikot feierte. Genauso wie der 23-jährige Probemittelfeldspieler Luis Klimmer und Nat Mahop, der sofort zwei gute Chancen hatte, aber keine nutzen konnte. Und deshalb blieb es beim 4:0. Also zweites Testspiel, zweiter Sieg für Benno Müllmann und den FCI, trotz schweißtreibender Vorbereitung. Ich denke, dass das insgesamt heute eine vernünftige Vorstellung war, das muss man ganz klar sagen, vor allen Dingen die erste Halbzeit. Man darf nicht vergessen, dass wir die letzten beiden Tage dreimal trainiert haben. Die philippinische Nationalmannschaft wurde also bezwungen. Jetzt geht es morgen nach Niederbayern zum Landesligisten Bad Abbach. Das war der Sport. Mit 123gold.de die schönsten Trauringe zum besten Preis bei Juwelier Ralf Berg im Birnbaumhäusl bei der Schleifmühle 17 in Ingolstadt.